In diesem Video zeige ich euch die unterschiedlichen Geburtsphasen und den dahinter steckenden Geburtsmechanismus. Dabei gehe ich besonders auf die Begleitperson ein und wie du als Begleitperson deine Partnerin dabei unterstützen kannst. Ich erkläre die Eröffnungsphase, die Austreibungsphase und die Geburtsphase und natürlich auch die Nachgeburtsphase. Die Geburtsmechanik in der Eröffnungsphase möchte ich euch hier noch einmal an einem Luftballon demonstrieren. Dieser Luftballon soll die Gebärmutter darstellen und dieser kleine Ball hier drin das kindliche Köpfchen. Die Wehentätigkeit während der ganzen Geburt findet im oberen Bereich der Gebärmutter statt und verteilt sich dann nach unten. Das sorgt dafür, dass natürlich das Kindchen, in dem Fall der Ball, nach unten gedrückt wird und sich so dieser Gebärmutterhals, dieser Zipfel hier, verkürzt. Und dann öffnet sich der Muttermund. Das werde ich euch hier einmal an dieser Luftballondemonstration zeigen. Und zwar, wenn ich hier oben drücke, was die Wehen sind, könnt ihr sehen, was hier unten passiert. Der Gebärmutterhals verkürzt sich. Ja, das kann man hier schön sehen. Und der ist irgendwann dann weg. Und dann ist es an der Zeit, dass sich der Muttermund öffnet. Ja, und wenn ich hier weiter vorgehe, seht ihr, dass das auch passiert. Und irgendwann ist der Ball, sprich das Kind, dann geboren. Aber bis es soweit ist, erkläre ich euch noch die Austreibungsphase. Wir gehen noch einmal zurück, was in der Eröffnungsphase noch wichtig ist, gerade für dich als Begleitperson, was du machen kannst, um deine Partnerin zu unterstützen. Ihr seid auch während der anfänglichen Eröffnungsphase oft noch zu Hause. Ja, und auch da ist es wichtig zu wissen, was ihr vielleicht selbstständig machen könnt und gerade du als Begleitung. Macht doch zum Beispiel ein schönes Essen. Bereitet euch vor, kocht vielleicht noch was Schönes zusammen, was ihr dann auch essen könnt. Oder auch einen Geburtstagskuchen zusammen backen. Das ist auch immer toll als Feierlichkeit für später. Oder ihr kocht eine Wochenbettsuppe zusammen. Gerade auch in diesen anfänglichen Wehenphasen kommen oft so Latenzphasen oder Geburtspausenphasen, wo die Wehen noch sehr unkoordiniert sind, wo vielleicht die eine stärker ist als die andere und deine Partnerin da vielleicht noch recht gut allein zurechtkommt. Ja? Aber auch hier kannst du ihr ein schönes Bad einlassen, ihr Tee und Snacks reichen und vielleicht auch schon mal organisatorische Sachen erledigen. Zum Beispiel, wenn ihr merkt, die Geburt geht langsam los, falls ihr schon Kinder habt, Babysitter organisieren oder schon mal Bescheid sagen, zum Beispiel auch den Familien oder auch Haustiere müssen ja auch betreut werden. Wichtig ist auch, dass ihr die Kliniktasche oder die Sachen, die ihr für die Geburt benötigt, schon mal bereitstellt. Gerade du als Begleitung solltest auch wissen, was ihr in die Klinik beispielsweise mitnehmen müsst. Das wäre der Mutterpass, ganz wichtig mit den Untersuchungen. Dann die Versichertenkarte, um deine Partnerin auch anmelden zu können. Das wird meistens von den Hebammen vor Ort übernommen. Oder du wirst mit der Krankenkassenkarte, du als Begleitung, dann separat ins Anmeldebüro geschickt. Ja? Und die Unterlagen fürs Standesamt. Wenn ihr das in einer Mappe zusammen habt, kannst du das als Begleitung einfach greifen und dazulegen. Was auch noch gut zu wissen ist, dass gerade in dieser Anfangsphase ihr vielleicht einmal umsonst in die Klinik fahrt. Ja? Wichtig ist, dass ihr das nicht als schlimm empfindet. Das ist ganz, ganz normal, weil das ist eine unbekannte Situation. Und selbst wenn ihr auch schon ein oder zwei Kinder habt, ist es total normal und in Ordnung, wenn ihr das einfach mal abklären lassen wollt. Weil vielleicht öffnet sich der Muttermund auch ganz schnell. Ihr wollt gerade, wenn ihr schon mehrere Kinder habt, den Zeitpunkt nicht verpassen, wo es dann wirklich intensiver und losgeht. Aber auch wenn das das erste Mal ist, sei nicht böse, fahrt einfach hin, lieber einmal mehr kontrollieren als zu wenig. Eine Geburt ist sehr, sehr individuell und wir besprechen hier den physiologischen Verlauf. Natürlich kann es auch immer Abweichungen geben, wo mehr interveniert werden muss. Ja?
Freut euch auf die Geburt, es ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis und lasst euch wachsen.